Je nach Version Ihres Fahrzeugs kann es mit elektrischer Sitzverstellung, Sitzmassagefunktion und Sitzheizung ausgestattet sein. Wenn Sie über eine elektrische Sitzverstellung verfügen, betätigen Sie diesen Schalter nach vorne oder hinten, um die Rückenlehne Ihres Sitzes zu neigen. Um den Sitz im Lendenwirbelbereich einzustellen, drücken Sie links, rechts, oben oder unten auf diese Taste, um die Unterstützung zu verstärken bzw. zu verringern. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihren Sitz vor- oder zurückzustellen, indem Sie diesen Schalter nach vorne oder hinten betätigen. Zum Erhöhen oder Absenken der Sitzfläche drücken Sie den hinteren Teil dieses Schalters nach oben oder unten. Führen Sie diese Einstellungen zu Ihrer Sicherheit stets bei stehendem Fahrzeug aus. Mit diesem Schalter können Sie das Menü Sitze Ihres Multimedia-Systems OpenRLink aufrufen. Dort haben Sie Zugang auf die Massage- und Einstellfunktionen für den Fahrer- und den Beifahrersitz. Sie können die Sitzmassage über Ihren Hauptbildschirm oder durch einen langen Druckimpuls auf diesen Schalter an Ihrem Sitz aktivieren. Wählen Sie dann das gewünschte Massageprogramm aus und stellen Sie die Intensität ein. Sie können auch den einfachen Zugang zum Sitz aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, fährt der Sitz automatisch zurück, wenn der Fahrer und/oder der Beifahrer das Fahrzeug verlassen, und er nimmt seine Position wieder ein, wenn der Fahrer und/oder der Beifahrer wieder einsteigen. Wenn Sie die visuelle Meldung aktivieren, erscheint am Bildschirm ein Pop-up-Einstellungsfenster, wenn der Fahrer oder der Beifahrer die Sitzposition einstellt. Wählen Sie schließlich Speichern, um die Sitzposition in Ihrem Profil zu speichern, oder Aufrufen, um die in Ihrem Profil gespeicherten Sitzeinstellungen wiederherzustellen. Das Aufrufen erfolgt bei stehendem Fahrzeug. Um die Sitzheizung zu aktivieren, drücken Sie bei eingeschalteter Zündung auf den Schalter des entsprechenden Sitzes. Die drei im Schalter integrierten Kontrolllampen leuchten dann auf, um Ihnen zu signalisieren, dass die Heizung mit maximaler Leistung eingeschaltet ist. Drücken Sie ein zweites Mal, um die Temperatur zu verringern. Es leuchten zwei Kontrolllampen. Ein dritter Druckimpuls senkt die Heizung auf minimale Leistung. Es leuchtet dann nur eine Kontrolllampe. Um die Sitzheizung auszuschalten, drücken Sie ein viertes Mal auf den ursprünglichen Schalter. Je nach Ihren persönlichen Einstellungen können Sie die Sitzheizung auch über die Taste Favoriten an Ihrem Lenkrad einschalten.